Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von I am Korgen und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich versuche hier gerade verzweifelt so einen Screenshot hinzukriegen. Wupsi, wups. Ach, jetzt sehe ich erstmal, wir haben nur einen Hexenmeister dabei. Ja, wir sind hier beim Meister aller Klassen Video mit dem, wie heißt er hier, Dingens, Schamane. Und laufen hier jetzt gleich mit einer Gruppe nach HDW, die Höhlen des Wehklangs. Da bin ich zwar schon drin gewesen, aber hab noch kein Video davon gemacht, soweit ich mich erinnere, entsinne. So, und deswegen wollte ich hier auf jeden Fall nochmal rein. So, ihr seht zwar anhand meines Schildes, ich bin auch schon im Burg Shadowfang gewesen, also und bevor halt hier mein Level zu hoch ist, also ich bin jetzt Level 23, ich glaube bis Level 24 geht hier jetzt HDW, lasst mich mal einen ganz kurzen Blick hier riskieren, ja 24, wir haben doppelt EP, also das könnte hier alles hinhauen und da muss ich hier auch nicht mehr rein, aber ich wollte mir das Video jetzt auch nicht unbedingt entgehen lassen hier. So, klack. So, ich habe einen Schurke dabei, der wird drauf stehen, dass ich dieses Totem stelle. Obwohl Windfury noch besser wäre, aber so weit sind wir nicht. Ich glaube, das kriege ich erst mit 40. Meine Windtotems, aber ich habe hier knallhart. Bam! Totem des heilenden Flusses. Zwar auch kaum der Rede wert, aber immerhin. Mein Waffenbuff, weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt brauche, weil ich caste hauptsächlich oder wollte jetzt eigentlich hauptsächlich casten. So, die Agro kriege ich, indem ich den hier ständig mache. Habe ich auch schon gelernt. Also da kann man richtig Faxen betreiben, aber ich will dem Tank ja auch nicht ständig die Agro wegnehmen. Ich habe kein Ziel. Ja, und deswegen werde ich mich wohl. Hallo, was ist denn hier schon wieder los? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Also ich werde dann wohl hier mehr den Flammenschock benutzen. Ich brauche ein Ziel. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, warum ich die Krankheit hier nicht heilen kann. STRG und Linksklick, was für Gift, ne, für Krankheit, was ist ein Schwachsinn. Mal ich auch mal einen Blick drauf werfen hier, das war, Stimmt, da war ja irgendwas mit Portwein. Ja, also wie gesagt, wir gehen jetzt hier in die HDW. Ich bin gerade ein bisschen, ich laufe irgendwie so neben mir her sozusagen. Ich bin hier als DD in der Gruppe. Keine Ahnung, als was für ein DD, weil ich kann draufhauen eigentlich. Ich kann ja allen möglichen Stuss machen hier.
Ich mache das so ein bisschen situationsabhängig, glaube ich. Ne? Wobei, hauptsächlich versuche ich mal zu casten. Und wenn es sein muss, dann heile ich halt auch mal eben schnell so ein bisschen mit. Ne? Aber hier so ein Hoppala, ne? Kann ja nicht schaden. So, hier draußen ist alles schon grau. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht mehr. Dann schleppt die Bahn reinziehen. Jetzt habe ich so lange warten müssen, ne? Da hätte ich tatsächlich auch mal losgehen können, mir ruhig mal ein bisschen zu trinken holen können. Okay, ja, passiert, ne? Im Zweifelsfall kann ich ja immer noch draufhauen. Wobei, ich habe gar keinen richtigen Spell zum draufhauen hier, sehe ich gerade. Ich finde es gerade erstaunlich, warum hier immer das Bild so ein bisschen am Stocken ist. Dürfte nämlich eigentlich gar nicht sein. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Ich brauche mein Ziel. Ich muss zuerst etwas machen. Da muss ich aber mal hier kurz eingreifen. Das ist hier... Ah, iCloud. Ja, okay. Sowas macht immer Ärger. Das liegt immer noch auf. Ein paar Dienste am Beenden. Nicht, dass ihr euch wundert. Das ist so weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Zum Glück castet er überhaupt nicht lange. Ne, also nur falls die Magier denken, die haben es schwer, wenn sie ihre Feuerbälle schießen. So, und rein in die Höhlen des Wegklangs. So, hier kann man sich einen Druidenbuff abholen, für diejenigen, die es nicht wussten, obwohl... Ich habe euch erwartet. Geht in Frieden. Es stimmt doch irgendwas nicht. Dolby Assess, was geht hier vor sich? Das ist ja wie, wenn hier gerade ein Windows-Update im Hintergrund stattfinden würde. Kann ich noch nicht wirken. Ne, was sämtliche Prozesse vernichtet. Das lädt immer noch auf. Ja, irgendein komischer Windows-Dienst sorgt gerade für eine hundertprozentige CPU-Auslastung. Das ist, Höhlen des Wehklangs. Viele Leute mögen die nicht.
ich gehöre dazu. Weil ich die einfach, ich meine, die Größe ist in Ordnung, aber die ist einfach sehr auch unübersichtlich und die Gegner machen keinen Spaß. Geht alles noch, aber später diese ganzen, diese Schlangen-Fuzzis hier, diese Elfen, die dann sich in Schlangen verwandeln und sonst das. So vom Level her, man ist noch nicht bereit als Ele. Aber hier, Moment, ich werde mal kurz ein bisschen was ändern. Und zwar nehme ich mal mein Schild weg. Und auch das hier, das bringt mir ja nichts so als Draufhauer. Beziehungsweise als Caster. Da nehme ich lieber mein Stöckchen und habe ein bisschen mehr Willenskraft. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Irgendwann hatte der Schamane ja auch ein Mana-Schild gekriegt, ne? Aber ich glaube, das war erst bei Burning Crusade oder so. Ich brauche mehr Mana. Ich habe aber kein Mana-Totem. Ich habe nur so was. Jetzt kriege ich ein bisschen Stock. Ich weiß gar nicht, also im Vergleich zum letzten Mal, da war ich total erschrocken, wie viel Damage der Schamane hier gemacht hat. Ich habe mich einfach mal so aus Scheiß irgendwie als DD da reingemeldet und mit dem Erdschock und dann habe ich eigentlich nur draufgehauen, mehr habe ich gar nicht gemacht. Okay, jetzt habe ich ja hier mein Schild, da achte ich ja im Grunde gar nicht drauf. Ne? Ich brauche dieses blitzstarke Schild ja eigentlich auch gar nicht, wenn ich mir das mal genauer angucke, ne? Von wegen... Ah ne, Nahkampf fern oder getroffen wird. Ja, okay. Viel Mühe will ich mir ja gar nicht machen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel.
Naja, jedenfalls freue ich mich dann nachher, wenn ich dann hier mal ein Video von habe. Immerhin. Obwohl ich die Instanz, wie gesagt, überhaupt nicht leiden kann. Ne? Das ist... Ja, es gibt schönere. Ich will jetzt nicht unfair klingen. Ich habe kein Ziel. Das lädt immer noch auf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich nehme den mal ein bisschen aus dem Bild. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die Schlammfüße ist immun. Zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit entfernt. Ah, hier wird, glaube ich, mein Giftreinigungs Tote mal ein bisschen nützlicher. Ja, man ist eben so das Gegenstück so vom Paladin. Ne? Also man macht zwar ein bisschen mehr Schaden, ist aber im Grunde Supporter mit seinem Totems. Ne? Also ich mach das andere stärker werden.
trotzdem ist der Schamane beliebter und besser, glaube ich, als der Paladin. Das hatte sich dann aber später auch geändert. Also da war der Paladin dann... jeder wollte einen haben. Aber auch wenn ich hier so ein bisschen abkacke als Caster. Ne, ich mache das ja so ein bisschen, ne, weil ich auch hier nicht genug trinken war. Ja. Und zum anderen halte ich es trotzdem immer noch für die bessere Wahl, wenn man später der Heiler ist. Und ich sollte mir auch angewöhnen, auch schön sitzen zu bleiben. Komm schon. Habt ihr jetzt gerade nicht gelesen, da wollte einer das Erdstoßtotem haben. Gut, der Heiler hatte dann nicht, aber ich hab's natürlich. So lange leben, doch bei mir auch mal ein Cast durchkommt, ey. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel.
nicht mehr tragen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte mir meine Totems hier unten in der Leiste mal ein bisschen anders setzen. Nicht einfach so sortiert nach Feuer, Wasser, Wind, Erde, bla 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 bla, sondern wirklich nach Häufigkeit. Ja, was man so am häufigsten halt benutzt. Ja, wobei, was heißt häufig? Hier drin braucht man dann halt das Gift-Totem und das Erd-Totem dann öfter, ne? Das braucht man woanders wahrscheinlich eher weniger wieder. Aber auch die EP, die kommt so reingeflutscht. So gefällt mir das. Werdet ihr den Träumer wecken. Nicht genug Mana. Jetzt ist doch Stoff mit Stärke. Jetzt wisst ihr, worum es das gibt. Hey, da gibt es auch so ein tolles Schild. Ja, aber ich glaube, meins wäre auch schon besser. Ich bin außer Reichweite. Ja,
seht ihr so wie hier. Das ist ja kein richtiges Kämpfen. Das ist ne, unnötig lange Wege. Ne? Laufen, laufen, laufen. Irgendwie bin ich immer der Einzige, dessen Mana komplett leer ist. Irgendwas ist ja immer, ne, Junge? Ich kann nicht mehr tragen. Oh, ich will das Claymore aber haben. Oh. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Was liegt hier noch auf? Ich muss näher ran.
nette Idee, ne? So ein Bombentotem hier. Naja, die ersten 10% oder so von HDW haben wir ja geschafft. Ja, es könnte ein bisschen mehr sein. Schon länger frage ist, gab es hier den Kettenblitzschlag später oder kam der in irgendeiner anderen Deckung? Zeit hat er nur, dass wir an so einem Boss vorbeigelaufen sind. Da war doch so ein Pferd hier mit so einem, ja, würde ich schon sagen, mit dem Einhorn, mit einem
Nashorn ähnlichen Geschöpf, ein Kodo-Geschöpf oder so. Los, ich schlag dich mit meinem Knüppel. Ja. Sind doch jetzt auch schon ganz schön lange hier drin, ne? Man fühlt sich nicht so lange an. Ich habe kein Ziel.
Skum heißt er. Ich brauche ein Ziel. Das lädt immer noch auf. Fällt mir ein, 24. Ich kann ja auch endlich wieder zum Trainer. Wo will er hin? Überhaupt gar keine Orientierung hier drin, ne? Ich weiß nur, dass wenn man irgendwann, irgendwo in diesem Spiel, beziehungsweise in dieser Instanz, über eine Felsspalte springt, dann ist es nicht mehr viel.
würde. Ich schmeiß doch die ganze Zeit schon Müll weg. Irgendwie macht hier jeder was anderes, kann das sein? Die besagte, ne? Ups. Der gehört doch dazu, oder nicht? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Huch, da habe ich jetzt aber auch nicht aufgepasst. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ja, aber ich habe noch 9 Sekunden, Leute. So, jedenfalls stehen wir hier jetzt mehr oder weniger schon vor dem Endboss. Ich bin der Schlangenkönig. Obwohl, ich kann alles tun. Ja, er ist auch noch da.
Und dann geht man ja noch zu diesem Event mit dem Murloc. Da hinten sehe ich einen Schlangenflaum. Das lebt immer noch auf. Ob ich mir den ganz assi greifen kann. Da sind irgendwie die ganzen Jäger irgendwie total hinter dem Ding, soweit ich das mal gesagt habe. Etwas anvisieren. Wobei ich immer das Gefühl habe, ich werde die Quest niemals fertig kriegen hier mit diesem Pflaumen. Und selbst bei den Deviat-Bälgen bin ich so ein bisschen... Ich glaube, der macht auch so komisches Vier, ne? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mein Mana ist so niedrig. So. Ui, Platsch. So, wir sind jetzt im Großen und Ganzen durch. Also HLW, also an solches haben wir geschafft. Jetzt gibt es noch dieses Event. Ihr erinnert euch ja ganz am Anfang an den Druiden, von dem wir dann auch den Buff dann noch gekriegt haben. Der hat uns ja die Aufgabe gegeben, eigentlich den Weg frei zu machen mit diesen ganzen Schlangen, Elfen, Königen, keine Ahnung. So, und dann gibt es gleich halt diese Begleiterquest. Und da kämpft man dann auch nochmal gegen so einen riesen Murloc. Ich kriege hier tonnenweise von diesen Dingen Schuppen, aber ihr seht, ne, Deviat Balk, mir fehlen immer noch zwei. Ich bin das zweite Mal hier drin, also kann es doch auch nicht sein. Andererseits, uns greifen jetzt noch mal so ein paar Raptorenwellen an. Vielleicht habe ich ja... Ne, GLÜ, ne, ich darf es nicht aussprechen. So, ich glaube, annehmen muss man hier jetzt nichts irgendwie so als Quest oder so. Ich kann nicht mehr tragen. Na, da kommen da auch Schuppen.
Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit. Okay, wenn er Steinhaut stellt, dann kann ich Stärke stellen. And heal. And heal. Totems, wohin das Auge schaut. Geil, ist das Gift-Heil-Tote, mein Gott. Ja, wenn ich noch einen Balk kriegen könnte, bitte. So ein bisschen Quest-EP ist auch mal was zwischendurch, was Schönes. Oh, da hinten geht die Party ab. Schnell! Was lädt immer noch auf? Da liegt ja tatsächlich einer. Der Naralex. Das ist zu weit entfernt. Ja, ich habe die Quest fertig. Ich habe schon nicht mehr damit gerechnet. Aber was ich noch viel besser finde, bisher haben wir ja schon fast anderthalb Level gekloppt hier, ne? Okay, mit 200% Monstererfahrung, aber egal.
Und ich bin mit meinem Trinken hingekommen. Das ist das Allerwichtigste. Also ich hätte nicht so weit hier unten sein müssen, ne? Ist schon klar. Naja, aber solange sich keiner beschwert, ne, laufe ich halt einfach so ein bisschen mit. Mega Murloc. Der Schurke ein. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss zuerst etwas anbesiegen. Endlich bin ich wach. Ja. Jetzt nichts, was man unbedingt haben muss, ne? Naja, wobei Mana bei Weitem besser wäre. Inventar ist voll. Und natürlich ist das Inventar voll. Würde ja keinen Sinn ergeben, wenn das Inventar nicht voll wäre, oder? Ich kann nicht mehr tragen. So, Schultern sind wertvoll hier bei der Horde, auf diesem Server. Ne, auch wenn sie nur so weiße sind, ohne Werte drauf, trotzdem durchschnittlich im Gold. So, ich habe eine Quest fertig mit den Deviatbällen. Das gefällt mir unbeschreiblich gut. Wir haben ein Level geschafft. Wir haben den gesamten, ja, das gesamte HDW-Ding geschafft. Und ich habe endlich ein Video davon. Und das Ganze dann mit dem Schamane. Ja, wunderbar. Ne, Ziel erreicht für heute. Läuft. Und das Ganze in einer Stunde und 10 Minuten. Irgendwas eigentlich ein bisschen weniger. Ne, wir mussten ja noch ein bisschen warten. Ja, jetzt müssen wir allerdings auch noch irgendwie aus dieser Höhle raus. Um die Quest abzugeben. Das will ich eigentlich auch mal eben schnell noch erledigen. Ich will mich jetzt auch ungern hier irgendwie raussterben oder so. Also ich versuche tatsächlich mal zu laufen. Wenn ich drauf gehe, ja. Ansonsten, mir kommen da gerade welche entgegen. Das heißt, sie könnten den Weg freigemacht haben. Manchmal läuft's, ne? Manchmal läuft's. Ja, aber wenn ich bedenke, wie lange das auch wieder gedauert hat, hier überhaupt die Gruppe zu finden. Aber ich bin trotzdem froh, dass das jetzt geklappt hat. Ja, die doppelte EP, die wurde erfolgreich hier weggekloppt. Wir haben die Höhlen des Wehklangs aufgezeichnet, auch wenn es, ja, wir sind gut durchgekommen, wir hatten keinen Vibe. Trotzdem, schön ist was anderes. Aber das schiebe ich auch ein bisschen mit auf mich, weil, wie gesagt, ne, so irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Dann heilt man zwischendurch mal mit, also man hat immer noch nicht genug Mana dafür. Obwohl ich sogar schon ein paar Punkte gesetzt habe, also ihr werdet euch wundern, aber während ich hier rausrenne, kann ich dir auch einfach mal zeigen. Ne, hier in Elementar habe ich bislang drin, dass die Mana-Kosten für Schock und Blitzschlag, also Kettenblitzschlag, um 10% gesenkt werden. Das ist ja nicht die Welt, aber das ergänzt sich dann so ein bisschen dann mit dem Wissen der Ahnen, dass mein Mana-Maximum um 5% erhöht wird. Da könnte man ja sogar streiten, ob das wirklich sinnvoll ist. So, bei Wiederherstellung sind wir dann verringert die Mana-Kosten eurer Heilzauber um 5%. Also ich bin so ein bisschen darauf ausgelegt, erstmal Mana zu sparen. Egal, ob ich jetzt caste oder... ja, draufhau, ob ich heil oder sonst irgendwie irgendwas tue. Aber okay, wir sind halt Level 24, ne? Da ist noch nicht so viel. So, jetzt müssen wir erstmal... schlippdiwupp. Einmal kurz auf die Höhle klettern. Und ich bin am Überlegen, ich glaube, ich gehe auch noch zum Trainer. Ja, wir haben einen Ruhestein in OG. Einfach um zu gucken, ne, was für tolle neue Totems kommen da vielleicht. Ich glaube, dass zwar noch nichts für einen Caster kommt. Ne, ihr habt es ja sicherlich gemerkt. Wir können
den Heiler so ein bisschen unterstützen mit dem Totem der Steinhaut 2. Ne, also das heißt, die Gruppe allgemein kriegt ein bisschen weniger Damage. Dazu kann man stellen auch das Totem des heilenden Flusses. Ne, das stellt so ein bisschen Leben wieder her. Aber alle von denen supporten halt die gesamte Gruppe irgendwie oder auch den Heiler, und aber nicht uns als Caster. Ne, das heißt, das verstärkt irgendwie unsere Klamotten nicht. Aber das kommt noch, das kommt noch. Was führt euch hierher? So, 10 Platzbehälter ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Gefällt mir sogar besser als das Höchstleinchen, weil er da hat. Ja, wir nehmen hier, ich nehme einen Behälter gerne. Wir sehen uns wieder. Und die in Klammern nur 950 EP, die gefallen mir auch ganz gut. So, dann legen wir mal kurz die Tasche an. Wo ist sie denn hin? Da. Flup. Ja, und dann porten wir uns mal zurück zu nach Orima. Da ist es ein Trainer. Hui, klunk. Ja, aber auch hier, wir müssen ja nicht zu Fuß gehen. Ich meine schon, aber wir können ja auch als Geisterwolf gehen. 40%. Wobei, es sieht, fühlt sich nicht so an, wenn man hier so läuft. Also, wenn das 40% schneller wäre. Und einmal durch die Gasse durch. Ja, und da muss ich mir überlegen, was mache ich denn als nächstes? Ich war ja, wie gesagt, schon HDW. Also, das habe ich ja jetzt auch nur gemacht. Weil jetzt mit 24 sind wir eigentlich drüber, ne? Also wir brauchen da nicht mehr unbedingt rein. Höhlen des Wegklangs, 27, ja, die Gegner, die waren alle noch in grün, denke ich mal. Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Vielleicht so die letzten oder der Endboss vielleicht auch gelb. So, für uns wird es jetzt ganz langsam Zeit mit Level 24 für Burg Schattenfang. Da werde ich dann auch irgendwann mal wohl noch ein Video mitmachen, so ganz knapp. Ist ja keine lange oder keine eine riesengroße Instanz, da ist man ja im Grunde auch schnell durch irgendwie. Ja, und dann erwartet uns bald auch schon fast das Kloster, ne? Mit Level 30 rum. So, erstmal sind wir jetzt hier und auf zum Schamanenlehrer. Was hast du Tolles für uns? Oh, der hat eine ganze Menge für uns, sehe ich gerade. Wir haben einen neuen Erdschock, alles klar. Wir haben das Blitzschlagschild. Erdstärke. Nicht verwirrt. Guck mal, wir haben hier unten, wir haben doch Totem der Steinhaut Rang 2. Ach so, ja, ich habe mich jetzt verlesen. Hier steht Rang 3 dran. Benötigt Rang 2. Ja, okay. Totem des Frostwiderstandes. Geist der Ahn. Wille der Heilung. Ja, sowas brauchen wir. Wille der Heilung. Komm, wie soll ich? Ich nehme einfach mal alles mit. Ne, ich hab's doch. Und was soll's? Frostwiderstand nehmen wir auch mit. So, die setze ich mir jetzt alles nochmal schön in meine Leiste. Achtung, Wortspiel. So, Erdschock. Boom. Allgemein sind wir jetzt ein bisschen schockiger, ne? So, Blitzschlagschild. Boom. So, Totem der Erdstärke, da ist es. Rang 2. Klatsch. Totem der Steinhaut. Zack. Alles klar, dann hatten wir gerade noch Totem der Erdstärke, Totem der Steinhaut. Jo, hatten wir auch. Welle der Heilung. Auch interessant, dass wir da schon so viele von haben, ne? So, auch hier im Healbot richte ich das vorsichtshalber mal sofort ein. So, hier seht ihr auch, ne? Also Welle der Heilung 5 ist jetzt die aktuelle. Kettenheilung habe ich dann mal drin gelassen. Dann haben wir hier noch nichts links. Dann dachte ich mir hier geringe Welle der Heilung 1. Ja genau, das war der neue. Und Welle der Heilung Rang 3. Ne, also einfach einen niedrigeren Zauber. Den lasse ich auch erstmal hier drin. Der verballert zwar ein bisschen mehr, obwohl, Moment.
Kringe. 1,5 Sekunden. 100. 2 Sekunden. Ja, aber der hat weniger Mana, ne? Deswegen habe ich den, glaube ich, da reingehauen. Okay, Welle der Heilung haben wir. Geist der Ahnen, okay. Da ist er. Geist der Ahnen. Klack. Waffe des Felsbeißers. Da ist er. Nochmal ganz kurz durchlesen. Ne, vielleicht ist das ja doch was. Ne, obwohl, da sehe ich schon Nahkampfangriff. Die Waffe des Schamanen, Magie erfüllen und Nahkampfangriffe um. Ja, okay, der hilft uns als Caster überhaupt gar nicht. Totem des Frostwiderstandes. Beschwört 2 Minuten lang ein Totem des... Es ist ein Feuertotem. Interessant, ne? Okay, Frostwiderstand, Feuer. Okay, macht ja irgendwie Sinn. Ja, aber kein Totem, was mich irgendwie hier vom Hocker prügelt. Na, aber egal, Ich glaube, jetzt haben wir alles irgendwie hier eingereiht. Ne, ich hätte jetzt ja irgendwas Mana-mäßiges, Mana-Wiederherstellungsmäßiges. Das hätte mir jetzt am besten gefallen. Aber okay, man kann nicht alles haben. Unser Schamane ist jetzt hier erstmal durch. Wunderbar. Moment, kann ich hier vielleicht einen noch schöneren Screenshot hinzaubern? Na, guck mal, er sieht doch fröhlich aus, oder? Der kleine Anatos, ne? Er lächelt. Ja, okay, Leute. Während ich mir jetzt noch hier ein paar Screenshots versuche ranzuholen und er, dass er richtig guckt und so weiter, bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meine anderen Videos auch reinschaut oder wenn ihr mir ein paar nette Worte in den Kommentaren oder im Chat hinterlasst, meinen Kanal abonniert oder auch folgt, je nachdem, wo ihr zuguckt. Und ja, wir sehen uns dann beim... nächstes Mal, wenn es wieder heißt hier, ne? Meister aller Klassen mit I am Korgen. Ich bin der Chris von I am Korgen. Bis dann. Jetzt guck doch mal nach links, du Ork. Guck! So, das sollte reichen. So, Leute, bis dann.